Servus und hallo zu Utopia. In dieser Folge gibt's nicht so viel zu sehen, dafür umso mehr Infos. Also generell erstmal, was baue ich denn hier? Ich könnte jetzt die Aufnahme schon wieder neu anfangen, weil rumgestottere da am Anfang, aber lass ich mal bleiben. Das läuft jetzt einfach weiter, ist ja egal. Also, was gibt's hier zu sehen? Ihr wundert euch vielleicht hier, neues Gebiet und so, was soll das? Folgendes, ich bin ewig in dem Märchengebiet rumgehangen und habe nicht gewusst, oh, was baue ich denn hier? Und gegipfelt hat es dann Ganze, als ich versucht habe, ein Karussell schön einzuthematisieren und da gab es massive Probleme mit den Display-Ablaufsteuerungen und ja. Jedenfalls an dieser Stelle vielen Dank an den Dead Forest. Der hat nämlich dann im Stream gesagt, ja, also, warum baust du da was, wo du keinen Bock drauf hast, dann bau doch irgendwas anders. Ja, recht hat er. Mal dann gedacht, hey, der hat vollkommen recht, irgendwann fällt mir schon wieder was ein fürs Märchengebiet, aber hier ewig rumbauen, wenn nichts weitergeht, egal. Mach ein neues Gebiet. Habe dann angefangen, es ist, glaube ich, in dem Video ist relativ chaotisch, da ist das ganze Terraforming rausgeschnitten, da ist der Entwurf der ersten Achterbahn rausgeschnitten, dafür habe ich vergessen, bei der Achterbahn, die man am Schluss ein bisschen sieht, überhaupt eine Aufnahme zu machen, alles ganz chaotisch, aber wurscht. Jedenfalls vielen Dank, da baue ich jetzt dran an dem neuen Gebiet. Ich werde, wenn ich mal nicht in Utopia baue, noch mehrere Fahrgeschäfte Steampunk-mäßig thematisieren, dass man die dann reinbauen kann. Und ja, es wird tatsächlich ein Steampunk-Gebiet. Jetzt schreien wieder alle, oh, hat er vom Hannibal geklaut, hat er vom Hannibal geklaut. Jein. Also ein Großteil der Anregungen und Ideen ist tatsächlich aus dem Hannibal-Park, kann man ja so sagen. Entschuldigung. Aus Phantasia World Resort. Aber natürlich will er hier nichts 1:1 kopieren, was er hat. Also ich werde jetzt nicht, hey, der hat ja den Zeppelin so super toll gebaut, der schaut ja super aus, den gleichen will ich auch, den baue ich jetzt 1:1 nach. Das werde ich natürlich nicht machen. Aber es sind Anlehnungen da. Egal, das wird hier mal gebaut. Das wird uns lange Zeit beschäftigen. Ich habe so viele Ideen, die ich alle umsetzen möchte. Aber das seht ihr irgendwann. In diesem Video ist nur so die Anfänge etwas chaotisch. Bin schon ein bisschen weiter beim Bauen. Das seht ihr nach und nach alles. Ich weiß noch nicht, wie ich das zusammenschneide. Das mal zu Utopia. Unabhängig davon möchte, jetzt sagen wieder alle, jetzt macht ihr wieder Mods Eigenwerbung und bla bla bla. Jein. Also auch jein. Zum einen möchte ich einfach nochmal sagen, Spotlight-mäßig, wenn ihr was gebaut habt, was ihr gerne vorgestellt haben würdet, dann schreibt mir das unter irgendein Spotlight-Video, dann schauen wir das sehr gerne an. Das nächste ist, es gibt derzeit tatsächlich ein, ja, ich nenne es mal Let's Play Together, auch wenn es eigentlich ein Let's Play gegeneinander ist. Und zwar Benutzername versus alle Rasten aus. Wir ballern uns die Karre kaputt. War ganz nett, haben wir irgendwann im Stream haben wir gesagt, ja, spielen wir nur ein bisschen Grip. Und das sind dann, keine Ahnung, 8 oder 9 Runden haben wir gespielt. Und jetzt gibt es täglich um 15 Uhr gibt's eine Runde. Grip Combat Racing zusammen mit alle Rassen aus. Es hat mega Spaß gemacht, das Spiel. Also wenn ihr da Bock habt, irgendwie, hey, können wir auch eine Runde spielen, gerne, holt's euch. Es ist nicht auf Steam, aber anderweitig sehr günstig zu haben derzeit. Holt's euch, spielt gerne eine Runde, es macht Spaß. Auch wenn ihr keinen Plan von dem Spiel habt, aber es macht unglaublich Spaß. Das nächste, was dann ansteht, das läuft bis zum 8.4. Benutzername versus alle Rassen aus. 8.4. kommt die vorerst letzte Folge. Am 9.4. geht die Osteraktion los. Ich habe ja einen Trailer gebastelt.
der irgendwie so halbwegs aussagekräftig ist. Am aktuellen Uploadplan, der auf Twitter ist, ist ja auch zu lesen. Und nochmal, ihr braucht keinen Twitter-Account, nur um den Uploadplan lesen zu können. Mein Profil ist ja irgendwo da beim Banner rechts unten Twitter auch verlinkt. Einfach draufklicken und ihr seht dann den Uploadplan, der ist einfach ganz oben immer angepinnt. Könnt ihr euch ansehen. Jedenfalls am 9.4. geht's los. Trash-Wichteln. Trash-Osterwichteln. Wir haben ausgelost, wer wen beschenkt. Und dementsprechend wurden die Geschenke verteilt. Spiel durfte maximal 1 Euro auf Steam kosten und musste trashig sein. Ich glaube, das wurde von alle erfüllt. Und es sind 5 Menschen dabei, 5 Kanäle, jeden Tag ein anderes Video auf einem anderen Kanal. 9.4. geht's los mit CheckpackTV, youtube.de oder .com/CheckpackTV. Dann 10.4. kommt die Abonni dran, 11.4. alle Rassen aus, 12.4. Benutzername, also ich, 13.4. Wutkäppi und am 14.4. gibt es nur kurzes Abschlussvideo. Schaut euch das an, schaltet alle ein am 9.4. bei CheckpackTV. Es wird ganz grausam wahrscheinlich. Aber, also grausam im Sinne von, er wird keinen Spaß an dem Spiel haben. Gehe ich mal davon aus. Bin schon sehr gespannt auf die ganzen Videos. Das war das, was ich sagen wollte. Und zuletzt noch bis zum 27.04. um 23.59 Uhr läuft noch die Mini-Park Challenge. Da gibt es auch einen Trailer auf meinem Kanal, den findet ihr auch irgendwo. Oder in meinem Steam Workshop ist der Challenge Park zum Downloaden. Es machen schon sehr viel mit. Warum machst du noch nicht mit? Es ist eine sehr kleine Parkfläche, wo ihr diverse Sachen reinbauen müsst. Alle Infos im Challenge-Info-Video. Vielleicht habe ich dran gedacht und habe es in der Videobeschreibung zu diesem Video nochmal verlinkt. Da gibt es alle Infos. Ja, jetzt habe ich aber genug geredet. Hier wird nur immer irgendwas gebaut. Seht ihr ja, brauche ich ja nicht großartig kommentieren. Entweder nur ein bisschen Terraforming oder Weg oder weiß der Geier was. Irgendwas wird schon gebaut werden. Jedenfalls, das war's an dieser Stelle schon wieder von mir. Musste jetzt einfach sagen, weil es geht ja nächste Woche schon los mit Osterwichteln. Und ja, danke fürs Ansehen. Servus, tschüss und bis zum nächsten Mal.